Vorder- und vorderster Teil. Top 50 Rockalben der 90er zusammen mit Stricher anhand der Liste von Lauda Sound. Also Platz 20 bis 11. Auf der 20 mal wieder Smashing Pumpkins, diesmal mit Melancholy and the Infinite Sadness von 1995. Dritter Album von der Band, das auch ganze 93 Wochen auf Platz 1 der US-Charts war. Ist ein Riesending mit 28 Songs, zwei CDs bzw. drei LPs. Und da ist von Anfang an klar, hier ist einfach noch mehr Herzblut drin als auf dem Vorgänger Siamese Dream. Smashing Pumpkins präsentieren sich wirklich sehr progressiv, sehr vielseitig. Also man merkt das vor allen Dingen an symphonischen Arrangements, die da sehr stark vorhanden sind. Aber auch die rockigen Nummern haben einen sehr viel stärker definierten Klang. Und es knallt auch trotzdem noch. Sind viele geschickt eingebaute Rhythmen, abgehackt gesetzte Takte und es ist einfach generell unheimlich dynamisch. Also ich finde, es geht nach vorne, es ist düster, es drückt und es ist auch wirklich ein sehr intelligentes, progressives Album. Wie ich finde, auf jeden Fall das Beste, was die Band gemacht hat und auch ein riesiges Feuerwerk an Effekten. Auf Dauer verliert es ein bisschen an Fahrt, aber ist auf jeden Fall gut. Und mit Zero auf jeden Fall auch einen echten Knaller drauf. Also dieses Flanger-Riff, das ist einfach Killer. Die 19 haben wir mal wieder die unangenehmen Typen. Pantera mit Ruhe, Display of Power 1992. Und so ungern ich das sage, mir gefällt das Album. Es fällt mir einfach wahnsinnig schwer, das zu genießen, wenn das von Leuten getragen wird, die auf der Bühne White Power schreien und nachher nein, 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 es ist White Wine, White Wine. Ich versuche es auf die Musik zu beschränken. Das ist eine absolute Abrissbirne. Das ist die Musik, bei der man sich mit 2 Promille und bösem Blick irgendwie in der Rockfabrik oder anderen Läden irgendwie durch die Gegend stampfen kann. Das ist der Soundtrack zum Leute verprügeln oder um literweise Whisky aus der Flasche zu saufen. Es ist ein geniales Album, es ist brutal, es ist unikat, und es ist Musik von Leuten, die ich einfach nicht unterstützen möchte. Und No Good, Attack the Radical ist auch einfach eine echte Dampfwalze an Sound. Deutlich angenehmer auf der 18, Nine Inch Nails, Downward Spiral, das war 1994. Das zweite Album von Nine Inch Nails, mit dem sie auch erst so richtig losgelegt haben, finde ich. Eine sehr schöne Mischung aus Alternative Rock, Ambient und echt hartem Industrial. Es ist einfach auffallend und es ist sehr schön, wie die verzerrten Effekte auf Bass und Gitarre sich damit einspielen. Also viel elektronische Elemente auch einfach, die für mich sehr typisch 90er Jahre Stil sind. Auch der Gesang ist echt faszinierend. Also das ist schon so ein einzigartiges Stück Musikgeschichte, irgendwie, was Nine Inch Nails da gemacht haben. Auch wenn ich es jetzt selber nicht so unbedingt den Zugang dazu finde, es ist halt auch das Album, auf dem Hurt drauf ist, das dann später von Johnny Cash gecovert wurde. Und so ist einfach wirklich jedes Lied auf Downward Spiral einfach echt gut. Und am bezeichnendsten finde ich den Track March of the Pigs. Dann, ja, Platz 17, Images and Words von Dream Theater 1992, die ich in dieser Liste nicht erwartet hätte. Das ist das zweite Album von Dream Theater und das erste, bei dem Labrie am Gesang war. Und ich bin der Überzeugung, dass Dream Theater sich zu einer unheimlich furchtbaren Band entwickelt haben, aber mit Images and Words haben sie echt einen guten Prog Metal gemacht. Es sind einfach Ausnahmemusiker und damals 92 ist ihnen halt ihr Erfolg und ihr Talent einfach noch nicht so zu Kopf gestiegen. Es sind opulente Dinge aus Symphonic Metal. Natürlich hat auch dieser AOR, Daddy Rock, aber es ist auch einfach geiler Prog Metal.
Also so Slow Jams wie Another Day, die sind halt einfach komplett unnötig und das ist auch so das, was sich dann leider über die Zeit durchgesetzt hat. Und Dream Theater werden niemals meine Lieblingsband im Rock Metal werden, aber mit Images and Words haben sie auf jeden Fall auch mal ein gutes Album gemacht, das man auch wirklich hören kann. Sehr schöner Track, wie ich finde, ist Take the Time, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, das ist so eine Mischung aus Prince, David Bowie und Iron Maiden. Nummer die 16, Super Unknown von Soundgarden, das war 94. Sind wir wieder im Grunge und würde ich richtig fett sonor, viel Bluesrock, viel Desert Rock mit drin, also auch echt mächtiger Groove, schöne Mid-Tempo-Tracks, sehr sedierender Sound, und vor allem schön, dass halt nicht dieser matschige Grunge-Sound drin ist, sondern dass die Instrumente immer noch definiert klingen. Also es könnte für meinen Geschmack ein bisschen melancholischer klingen, aber ist schon auf jeden Fall sehr gut geworden. Es ist sauberer Grunge, es ist ein fetter Sound. Ich mag die Ausrichtung direkt, zum Desert Rock. Und wenn es nicht ganz so glatt wäre, wäre es wirklich eine richtig gute Veröffentlichung gewesen, wie ich finde. Kickstand hat mir am besten gefallen. Und das nicht nur, weil es der kürzeste Track ist, sondern auch einfach, weil da die meiste Dynamik drin war. Dann noch was, was ich nicht erwartet hätte, auf Platz 15, Painkiller von Judas Priest. Das war 1990. Und auch hier frage ich mich wieder, warum habe ich eigentlich Judas Priest nicht auf dem Schirm? Die sind halt einfach echt irre gut. Das ist Vollgas-Heavy Metal, da wird einfach nur mächtig drauf gedroschen. Und da ist so ein barocker Einfluss in den Soli vor allem drin. Also Painkiller ist super stark, das ist so ein rasantes, kräftiges und trotzdem noch anspruchsvolles Heavy-Metal-Album. Also es ist halt nicht so dieses stumpfe Rumgehacke, was ja viele Heavy-Metal-Mads damals vor allem noch hatten. Natürlich unheimlich gitarrenlastig. Also der Anteil der Gitarren-Soli ist echt groß auf diesem Album, was ich fast zu viel finde, aber es ist ein Hammer, es ist ein Album voll mit Hymnen, das ist ein Album, das zum Feiern und zum Eskalieren einlädt. Und mit Nightcrawler ist auch einfach so ein richtig schöner 70er Jahre Horror-Movie Gänsehaut-Track mit dabei. Dann eine, auf die ich mich sehr gefreut habe, Platz 14, Test for Recall von Rush. Das war 1996 und Rush sind halt einfach, wie ich finde, eine der großartigsten Rockbands aller Zeiten. An der Stelle Grüße an Henning, der mir damals zum ersten Mal Rush gezeigt hat. Test for Echo, das ist einfach unheimlich schwerer Prog mit einer schönen, angenehmen Psychedelic-Stimmung auch mit drin. Beziehungsweise es ist eher ja, es ist die Stimmung. Also es ist jetzt kein richtiges psychedelisches Element drin in der Musik, sondern es sediert einfach. Und Rush hauen eine unheimlich intelligente Musik raus, sind trotzdem catchy, verkünsteln sich nicht und machen was ich jetzt am Ende als Heavy Psychedelic Folk Rock bezeichnen würde. Es gibt bestimmt bessere Bezeichnungen. Und es ist ein wahnsinnig schönes und durchdachtes Album mit irren Songstrukturen, wie jetzt zum Beispiel im Song Limbo, das einfach umhaut. Oder auch Dog Years, was mir sogar noch ein bisschen besser gefallen hat, was mich auch ein bisschen an Husker Du erinnert. Und insgesamt Test for Echo, es ist so vielseitig, es ist so abwechslungsreich, es ist so hochwertig und es ist am Ende immer noch eingängig. Das ist einfach Brock, wie er sein muss. Ah ja, genau, die 13. Dookie von Green Day, 1994. Green Day, meiner Meinung nach, eine der lächerlichsten Bands der Welt. Diese furchtbare, gute Laune Pop-Punk mit pseudopolitischen Themen.
Aus irgendwelchen Gründen wird Dookie neben American Idiot da immer zu einem der wichtigsten Alben überhaupt in dieser Richtung gezählt. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass Leute daran gut finden. Es ist so ein mieser, schlechter Lalala Punkrock. Es ist ja nicht mehr Punkrock, es ist einfach. Das klingt halt einfach, als würde eine richtig schlechte Schulband versuchen, Bad Religion zu covern. Und dann diese Happy-Go-Lucky-Atmosphäre, die einfach in jede furchtbare College-Komödie reinpasst, und dann ja auch da wirklich im Soundtrack landet. Ja, Dookie ist ein Album, das ich jetzt mal so nennen würde. Das ist anspruchslose, kraftlose Musik, gute Laune, Weichspülpunk für Leute, die keinen Punk hören. Hab mich schwer getan, ein Lieblingslied rauszusuchen. Deshalb habe ich Welcome to Paradise genommen, weil das am wenigsten peinlich ist. Sehr viel besser ist dann zurück Platz 12. Die selbstbetitelte Debütscheibe von Rage Against the Machine aus dem Jahr 92. Und das ist halt einfach was anderes. Das ist ernstzunehmende Musik, die halt auch Punk ist. Natürlich mit Tom Morello, absoluter Ausnahmemusiker am Start. Also ist politische Musik, die sowohl musikalisch als auch inhaltlich einfach knallt. Das ist Crossover von der geilsten Sorte. Rage Against the Machine, einfach diese ideale Mischung. Hardcore-Punk, Funk, Heavy-Metal, Rap. Kampf gegen Oppression als Thema. Wahnsinnig krasse Breaks. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist der Soundtrack für die Straßenbarrikade. Und das ist, wie ich finde, das perfekte Gegenstück zu Pantera. Das ist so viel Energie, so viel Dynamik. Das Album ist von 92 und ich finde es immer noch unerreicht. Und sogar Killing in the Name of, was ja irgendwie in jeder Metal-Disco hoch und runter läuft, ist immer noch ein geiler Song und ich gönne der Band auch, dass die Nummer immer noch gespielt wird, genauso wie Bombtrack. Und so also als kleine Randnotiz, es geht ja viel um Polizeigewalt, rassistische Gewalt und weitere soziale wie politische Missstände, die 21 Jahre. Nee, Moment. 29 Jahre nach Veröffentlichung des Albums auch einfach immer noch Thema sein. Das ist dann nochmal der traurige Part daran. Ich finde, Rage Against the Machine haben irgendwie so diesen Punkt zwischen Suicidal Tendencies und Bad Brains irgendwo geschafft und es ist einfach von vorne bis hinten nur großartig. Mein Lieblingssong war Take the Power Back. Das ist eine unheimlich geile Funk-Nummer, die ich als intelligent umgesetzte Wut benennen würde. So, letzte für diese Runde ist Platz 11, Rust in Peace von Megadeth, 1990. Megadeth sind, wie ich finde, auch eine der cooleren Bands, die also, aus dem Thrash oder Heavy Metal kommen. Auch wenn ich die irgendwie nie so richtig wahrgenommen habe. Aber ich finde die Geschwindigkeit von den Riffs echt umwerfend auf dem Album. Also das ist nichts für Headbanging-Anfänger. Das ist schon eine schwere und schnelle Nummer hier. Ich komme mit dem Gesang nicht ganz klar und dann und wann finde ich, ist da auch wieder zu viel AOR Daddy Rock mit drin. Aber was ich halt geil finde, ist, dass Megadeth 1990 halt noch so ein bisschen geklungen haben wie Metallica, als sie noch Thrash Metal gemacht haben. Und ja, gewisse Vergleiche kann man da einfach nicht von der Hand weisen. Es ist ein starkes Album. Es ist wirklich Thrash, wie er klingen soll. Es hat leichte Schwächen, vor allem in der Gesang, aber im Großen und Ganzen ist es geil. Und dann so ein super vielseitiges Song wie Poison Was the Cure zeigt doch einfach, dass man auch mit viel Abwechslungsreichtum noch schön draufhauen kann. Und jetzt kommt irgendwann noch der letzte Teil.